Mythos vom schnellen Kuss oder vom schnellen Körperkontakt. Wenn du so ein bisschen in der Pickup-Szene unterwegs bist, dann kennst du das bestimmt. Du musst schnell Körperkontakt aufbauen, du musst Kino machen, du musst die Frau küssen, um Anziehung aufzubauen. Sonst wird das mit der Frau nichts. So oder so in der Art hast du es vielleicht auch schon mal gehört. Und genau darauf möchte ich heute eingehen und dir erklären, warum das Ganze eher ein Mythos ist und vielleicht doch gar nicht so sinnvoll. Viel Spaß beim Video. Also, um die Frau für dich zu begeistern, um Anziehung aufzubauen, musst du sie schnell küssen, musst du schnell Körperkontakt aufbauen, weil ansonsten rutschst du in die Friendzone. Ja, so oder so klingt das, wenn man dir von dieser Theorie erzählt, die ich in meinen Augen für absolut falsch halte. Na, warum ist es so? Ich habe dir in den letzten Videos schon mal erzählt, warum ich es für nicht sinnvoll halte, wenn du die Frau im Club direkt küsst, sondern warum es eher Sinn macht, wenn du die Frau dann küsst, wenn ihr auch an einem Ort seid, wo dann mehr passieren kann, wo dann auch zum Beispiel Sex passieren kann, wenn das dein Ziel ist. Ja, wenn du das jetzt nicht gesehen hast, das Video, erster Link in der Beschreibung, schaust dir mal an, dann wird dir, glaube ich, nochmal einiges klarer. Und genauso ist es halt auch beim Körperkontakt. Für viele Männer ist das Problem mit diesem Körperkontakt, dass sie einfach nicht wissen, wann der Körperkontakt passt und ihn dann zu ganz komischen Stellen machen. Also die meisten Männer machen dann diesen Körperkontakt, weil sie denken, sie müssen jetzt im Flirt, während sie die Frau kennenlernen, während der ersten 5 Minuten ganz dringend Körperkontakt aufbauen. Und daraus ergeben sich ganz komische Situationen, die dafür sorgen, dass die Frau sich denkt, okay, was ist das jetzt? Was ist das für ein komischer Typ? Na? Vielleicht habt ihr das bei anderen Flirt-Trainern gesehen und das ist nicht an sich komplett falsch. So, wenn du zum Beispiel jetzt den Don John siehst und er macht sehr viel Körperkontakt, gut, der kann das machen, weil er das einfach schon 1 Million Mal gemacht hat. Er hat das 1 Million Mal gemacht und er fühlt sich generell mit Körperkontakt sehr wohl und weiß auch an welcher Stelle. Sorry. Und weiß auch, an welcher Stelle das richtig anzubringen ist. Aber das große Problem da ist, dass die meisten Leute, die da draußen unterwegs sind, eben nicht die Oberpros sind, die ihr ganzes Leben nichts anderes machen, so wie wir teilweise die Coaches, eben nicht, sondern die eher weniger Ahnung haben. Und für diese Leute ist es sinnlos, extrem krass auf Körperkontakt zu gehen und sorgt nur dafür, dass die Frau, ja, dass die Frau es komisch findet, dass die Frau eher Abstand von dir gewinnen möchte, weil sie denkt, okay, was ist das für ein Typ, der so früh schon Körperkontakt aufbaut? Weil du musst verstehen, für die meisten Frauen ist dieses auf der Straße ansprechen, im Club ansprechen, auf der Straße mehr als im Club, immer noch eine komische Situation, immer noch eine außergewöhnliche Situation. Na, und da ist auch Druck hinter, da ist auch eine gewisse Anspannung hinter. Und wenn du dann noch versuchst, krampfhaft Körperkontakt aufzubauen, weil du dir denkst, ich muss jetzt Körperkontakt aufbauen, aber es passt vielleicht auch gar nicht, dann macht das die Situation nur noch seltsamer und spielt dir alles andere als in deine Karten, sondern spielt krass gegen dich. Das heißt, wenn du merkst, ich baue viel Körperkontakt auf, aber irgendwie klappt es nicht mit den Frauen, dann könnte es genau daran liegen. Ja, dann ist die Lösung nicht zu denken, du musst noch mehr Körperkontakt aufbauen, sondern du darfst dann gerne mal weniger machen. Und der Punkt ist, und das muss man sich ja immer mal klar machen, das habe ich letztens schon mal erwähnt, wenn jetzt eine Frau auf dich steht, dann steht sie auch noch dann auf dich, wenn du nicht sofort Körperkontakt mit ihr aufbaust. Und wenn ich sage, nicht sofort Körperkontakt mit ihr aufbauen, dann meine ich natürlich auch nicht, warte 3 Monate, bis du sie das erste Mal berührst. Das meine ich natürlich nicht. Ich meine nicht, warte 3 Monate, bis du sie das erste Mal küsst. Das meine ich nicht. Aber ich meine damit, du musst nicht zwanghaft in den ersten 5 Minuten oder auf dem ersten Date, wenn du ein Kaffee-Date hast, unbedingt Körperkontakt aufbauen. Das ist absolut nicht notwendig. Wenn die Frau dich cool findet, dann wird sie dich auch dann noch cool finden. Oder hast du schon mal eine Frau sagen hören, boah, der Typ hat in den ersten 5 Minuten keinen Körperkontakt aufgebaut, der war echt heiß, aber jetzt ist er echt unten durch bei mir. Ja, also du hörst es schon, es klingt total bescheuert, weil es einfach bescheuert ist. Es ist einfach nicht wahr, es ist einfach Bullshit, es ist Quatsch. Das ist einfach irgendein Blödsinn, den man dir erzählt hat. Kompletter Blödsinn, okay? Na, klar, wenn du jetzt auf der Straße unterwegs bist und du willst die krassen, superschnellen Verführungen machen und es geht dir darum, mit der Frau direkt um die nächste Ecke im Busch zu verschwinden, klar, dann musst du natürlich eine andere Schiene fahren, dann musst du natürlich alles aggressiver machen, auch der Körperkontakt. Da wären wir wieder bei zum Beispiel Don John. Aber die meisten Leute da draußen, das ist nicht deren Ziel. Die meisten Leute da draußen haben andere Ziele. Und für diese ganzen anderen Ziele, wenn es nicht die super krasse Ultraschnellverführung sein soll, brauchst du diese Sachen einfach nicht. Und selbst für die Schnellverführung brauchst du sie nicht unbedingt, aber da können sie natürlich sehr hilfreich sein, muss man an der Stelle mal sagen. Und wie gesagt, diese Angst vor der Freundschaftszone ist komplett irrelevant, na? Weil der Körperkontakt oder das Küssen entscheidet nicht darüber, ob du in der Freundschaftszone landest oder nicht, sondern deine Art als Mann, ob du das Gespräch in einem Mann-Frau-Frame hast, ja, ob du flirtest an sich.
Das entscheidet darüber. Weil du kannst nämlich auch ein sehr, sag ich mal, freundschaftliches Gespräch machen und dann versuchst du Körperkontakt aufzubauen, weil du Angst hast, dass du in der Freundschaftszone landest. Aber das hilft dir dann nicht, weil dieser Gesamtkontext von dem Gespräch doch eher freundschaftlich war. Aber wenn du allgemein sehr männlich auftrittst, sehr direkt auftrittst, klar machst, was du willst, das auch klar ausdrückst, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du in der Freundschaftszone landest, nur weil du keinen Körperkontakt aufgebaut hast. Wenn du in der Freundschaftszone landen solltest, dann liegt das 100%ig an anderen Dingen. Und die Ausnahme ist natürlich, ich erwähne es nochmal, wenn du jetzt über wirklich viele Treffen, über mehrere Monate dich nie getraut hast, Körperkontakt mit der Frau aufzubauen. Ja, dann kann es sein, dass du tatsächlich in die Freundschaftszone rutscht, weil sie sich denkt, hä, was ist denn los? Warum kommt denn von diesem Typen nichts? Aber wirklich nur dann. Das heißt, diesen ganzen Stress, den du dir machst, und ich weiß, viele Anfänger machen sich den Stress um Körperkontakt, auch um Küssen. Da gehe ich gleich nochmal kurz genauer drauf ein. Aber wie gesagt, das Video ist auch in der Beschreibung, wo ich das nochmal genau erkläre. Diesen Stress, den ihr euch macht, den braucht ihr euch überhaupt nicht zu machen. Ihr müsst euch nicht darauf konzentrieren im Gespräch, okay, wo könnte ich jetzt Körperkontakt aufbauen? Wenn sich das natürlich ergibt, wenn es passt, ja, dann mach's gerne. Aber forciere es nicht. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist Körperkontakt an der Stelle zu forcieren, an die es gar nicht passt. Denn das ist nur zu deinem Nachteil, auf keinen Fall zu deinem Vorteil. Na, was das Küssen angeht, wie gesagt, schau erst den Link in der Beschreibung das Video mal an. Aber da gilt natürlich das Gleiche. Auch da, wenn du es immer versuchst zu forcieren, boah, jetzt muss ich den Kuss aber ansetzen, dann sorgt es nur dafür, dass es komisch wird, dass es mehr Druck aufbaut und ist vollkommen unnötig. Es ist auch okay, wenn du die Frau beim zweiten Date erst küsst. Das ist kein Stress. Wie gesagt, wenn du sie schnell verführen willst, ist es immer was anderes. Aber wenn du, ich sag mal, in diesem normalen Bereich unterwegs bist, in dem 90% der Männer unterwegs sind, auch 90% der Männer, mit denen ich arbeite, dann ist es so, dass du es gerne entspannt angehen kannst. Ne? Ein Gegenstück möchte ich dazu einmal nennen, wenn du jetzt merkst, dass einer der größten Ängste, die du hast, Körperkontakt und Küssen ist, dann kann es Sinn machen, dass du diese Sachen vielleicht doch mal spezifisch machst, um so ein bisschen die Angst davor abzubauen. Das kann durchaus Sinn machen. Nur macht es dann auch Sinn, das mit einer Person zu machen, wo du dich sicher fühlst und nicht mit einer wildfremden Person. Weil du willst ja eine gute Erfahrung machen, damit du danach keine Angst mehr davor hast und nicht irgendeine random Erfahrung mit irgendeiner unsicheren Person, die du gar nicht kennst. Das macht keinen Sinn. Naja, von daher macht es in keinerlei Hinsicht Sinn, super schnell Körperkontakt aufzubauen oder super schnell die Frau zu küssen, außer du bist auf der wirklich extremen Verführungs in den Wald um die Ecke Schiene unterwegs. Dann ist das was anderes. Dann kann das hilfreich sein. Ansonsten eher nicht. Geil, dass du dabei warst. Schreib mir deine Kommentare, deine Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare. Schreib mir deine Kommentare in die Kommentare. Videovorschläge auch immer gerne in die Kommentare. Ich mache dann da Videos draus. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching eintragen. Dort erhältst du nochmal zusätzliche Informationen zum Thema Erfolg mit Frauen von mir, die du hier nicht bekommst und im Podcast auch nicht. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Schau unbedingt mal vorbei, da kriegst du weitere hilfreiche Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.